Seid gegrüßt und willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Und ich würde sagen, wir legen hier auch direkt los. Dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß und los geht's. Es gibt jeden Samstagabend ein großes Event, die Qualifikation. Stelle sicher, dass du genug Geld und den richtigen Wagen für die Teilnahme hast. Ja, haben wir denn so viel? Startgeld 20.000. Wagen benötigt. Das sind die Wagen, die du für The Grand, das größte Rennevent im Lakeshore, brauchst. Um an diesem Wettbewerb teilzunehmen, musst du für jede der vier Stufen einen Wagen sammeln. Seh zu, dass du bereit bist, wenn das Event startet. Auf dem wöchentlichen Kalender kannst du nachsehen, wie viele Sitzungen du vor der Qualifikation und den bevorstehenden Events noch hast. Ja, okay. Dann schauen wir uns hier mal um. So, erforderliche Wagenstufe und erforderliches Geld. Ja, okay. 3000 haben wir erstmal nicht. Startgeld 2000, Belohnung 6000. Denke mal, das ist hier unser Einstieg. Garage verlassen. Gut, dann fahren wir da mal hin. Hey Kiddo, wie läuft es derzeit in der Szene? Wird das wieder einer von diesen Anrufen, bei denen du mir erzählst, wie anders Rennen früher waren? Zu meiner Zeit ging es nicht ausschließlich ums Gewinnen. Ah, es ist einer von diesen Anrufen. Ich bin mal gegen dieses laute Großmaul gefahren. Lustig, das kenne ich. Hat das ganze Rennen die Klappe nicht gehalten. Also warf ich irgendwann einen Stapel Scheine auf den Tisch. Hab ihm gesagt, wir sollen um die nächste Miete fahren. Wenn er sich für so gut hält. Wow, was hat er gesagt? Hat auf seine Worte Taten folgen lassen und zugestimmt. Danach wurden Seitenwetten gang und gäbe in der Szene. Scheiße, Rydell. Den merke ich mir. Nur zu, Kiddo. Aber denk dran, kenne deine Gegner. Und überschätz dich auf keinen Fall, sonst verlierst du schnell viel Geld. Verstanden, Rydell. Danke, Boss. Weiß ich zu schätzen. Na, das hoffe ich mal nicht. So, wie ich befürchtet habe, musste ich doch die ganze Musik ausschalten. Da hat YouTube wieder extrem gegeiert. Schade eigentlich. Doll Ray. Doll Rays Eltern sind beide Teil der US Navy. Die einzige Konstante im Leben, während es von einer Basis zur anderen ging, war eine Kamera. Die Fotografie half Doll Ray, eine kreative und wechselhafte Seite in sich selbst zu entdecken und eine gelassene, entspannte Persönlichkeit zu entwickeln. Diese Einstellung demonstriert Doll Ray nun auch auf der Rennstrecke. Koreanisch, Alter 29. Ja, leider ohne Musik. Copyright lässt auf YouTube herzlich grüßen. Aber habe ich mir schon beinahe gedacht. Deswegen gibt es hier das Spiel erstmal ohne Musik. Ich kann es leider nicht ändern. Aber das dürfte kein Problem sein. So, Straßenrennen. Ein Rennen durch Lakeshores Zentrum und Vororte mit scharfen Kurven und engen Straßen. Darüber wird man noch lange reden. So, Startgeld 2000, Belohnung 6000. Ich denke mal, wir holen uns mal die dicke, fette Kohle. Herausfordern.
$500. Na komm, machen wir mal $950. Müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Wir haben ja 5 Versuche, ne? Okay. Let's go. Aufs Ganze. Noch hast du nicht gewonnen. Noch nicht. Der LKW hat auch wunderbar eingepackt. Wie wär's, wenn du mal hinten fährst? Nur ein Kratzer. So, vorne der dritte. Was ist besser als ein Sieg? Dabei auch eine Wette zu gewinnen. Wunderbar, er ist da hingeklatscht. Gut, der erste ist sehr weit vorne. Wird wahrscheinlich eng werden. Auch wenn ich vielleicht verliere, habe ich Spaß. Ich werde ganz leicht los. Ich verfolge die Verdächtigen. Ja, super. Okay, das hat sich wahrscheinlich schon erledigt mit dem ersten Platz. Diesmal warst du mir im Weg. Wenn sie springen, springen wir höher. Da ist meine Karre einfach zu langsam. Ob mein Auto irgendwie steht, ey. Ja, 4. Platz, absolute Katastrophe. Nee, mit 3000 hier bin ich auf jeden Fall nicht zufrieden. Aber der erste hatte doch ganz schön Speed. Und da ist es wirklich schwierig ranzukommen. Wenn wir hier den 2. Platz machen, wäre ich eigentlich schon recht zufrieden. Die haben auch ein Tempo. Okay, wir müssen sie aufhalten, und zwar schnell. Du bist eine Lusche. Und der Verkehr absolut nervig. Wir müssen versuchen, wenigstens. Auf den 2. Platz zu kommen. Streife hier, wir verfolgen den Wagen. Ja, 1. Platz, aber das hat noch gar nichts zu sagen.
Geldscheine statt Cash? Was interessiert mich jetzt eine verdammte Pizza? Ich muss mich hier hart konzentrieren. Hey, wenn du gewinnst, kannst du mir Geld leihen? Ich brauche den Sieg. Boom! Yes! Gleich beim zweiten Lauf, so muss es sein. Her mit der dicken Kohle. Sehr schön. Jetzt noch schnell die Bohnen loswerden. Der Bulle macht schon wieder ein Theater hier. Hartnäckig. Die sind immer wieder hartnäckig. 2440 verschwunden. Wir brauchen Einheiten in Underwood Gardens. Subjekt untergetaucht. Durchkämmt die Gegend. Findet den Feind. Das Ziel ist schon lange weg. Wenn du in Lake bist, könntest du ein Auto für mich abholen? Ein Buick Grand National. Wir wollen sehen, wie schnell er mit einem echten Talent hinterm Steuer fährt. Kennst du da jemanden? Wow, du bist ja echt ein Scherzkeks heute. Gib mir einen Pin. Klar, ein Pin. Sofort. Schick mir den Standort. Kommt. Ziemlich aufregend. Der Regal aus der Hölle. Klassisches 80er Muscle Car. Mein Vater nannte ihn den Corvette Killer. Also, mach ihn stolz. Aber kein Druck. Jo, ich hab ja auch nichts andere zu tun. Yo, ich nehme mal Jess und ihre Crew unter die Lupe. Ich hab das Gefühl, sie steckt nicht allein hinter dem Grant. Was hat sie verraten? Das riesige Preisgeld? Vielleicht hat sie Leute für Geld mitfahren lassen. In deinem Auto. Naja, ich hol mir jetzt Boba. Peace. Jo. Ah, direkt am Riesenrad, okay. Wollte eigentlich das nächste Rennen machen? Rutsch hier. Event starten. Gott, was ist das denn? Von 87. Liefere den Wagen ab. Gold. 3130. Ja, okay. Wir können es versuchen. Aber ich kenne ja mein Glück. Aber der hat ganz schön Zaster unter der Haube. Knapp mit 250 hier schon.
Boah, was ist denn das für ein Wagen, ey? Ist ja mal geistesgestört. Müssen wir ja aufpassen, dass wir hier nicht gleich abheben. Ja, dieser Verkehr. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, hätten wir easy geschafft. 1,30, 61, wenn man da wieder nicht in diesen verbumsten Verkehr reingeritten wären. Probleme geliefert. Zwar nicht so schnell wie ich, aber egal. Der Kunde meinte, er wird uns auf Insta folgen. Haben wir sowas? Ist das eine Kaffeemaschine oder so? Tess hat das eingerichtet. Wo denn? In der Küche? Nein, das ist ein Social Media Account. Ach so, das Ding mit @MrRides. Sekunde. Okay, bin drin. Da ist ein Video mit einem Hund auf einem Skateboard. Und Leute, die Dumplings aus Schuhen essen. Ich krieg das schon raus. Nein, Quatsch. Wie bitte? Ein Hund auf einem Skateboard? Bis dann, Kiddo. Tja, das ist halt Social Media. Hast die größte Scheiße ever. Manchmal. Und wenn ich hier manchmal ein bisschen schräg quatsche, nicht wundern. Ein bisschen erkältet. Aber gibt natürlich hier mein Bestes. Was hupt denn der? So, Rivale. Justicia ist entschlossen, sich selbst stets treu zu bleiben. Sie trotz den Erwartungen, die mit Geschlechtsrollen einhergehen und inspiriert Millionen ihrer Follower. Als Fahrerin ist sie kreativ, unvorsehbar und enthusiastisch. Egal ob sie gewinnt oder verliert, sie hat immer ihren Spaß. Mexikanisch 23. Hübsche Karre. So, erforderliche Wagenstufe A. Das heißt, das könnten wir nicht machen. Aber wir könnten hier diese Straßenrennen. Tontable starten. Und das werden wir wahrscheinlich auch machen. Müssen wir den Wagen hier noch ein bisschen hochbocken, dass wir auf Stufe A kommen. Ja, da sind ja wirklich schicke Autos dabei hier. Schon den Windschatten hier fahren. Das war ein Treffer. Du bist echt gut. Okay, 3 Runden. Also dieser Verkehr, das ist total nervig. Oh, das war mein Fehler.
Was? Vierter Platz? Kann denn das sein? Ich war doch eben noch Zweiter. Ach, die haben die Abkürzung benutzt, die Schweine. Ja, fünfter Platz, alles klar. Machen wir gleich nochmal. Die haben die Abkürzung benutzt, die Schweine. Jetzt besser klappen. Du lässt auch nichts aus, oder? Ich fahr mal voraus. Gut gefahren. Unsere Wette verlierst du wohl. Ich bin erst am Ziel. Oh, das Auto kommt nicht aus dem Arsch hier. Bis später. Jetzt müssen wir uns nicht schon genug konzentrieren. Ich verfolge sie. Jo. Jo, zweiter Platz, damit gebe ich mich zufrieden. Weil wir müssen ja hier wirklich ein bisschen Kohle machen. Ja, und die Bullen, wie immer. Können ja auch abnerven, die wollen hier. Die Zielperson verlässt die Straße, Leute. Ich glaube, wir müssen gleich aufgeben. An alle Einheiten. Zielperson ist jetzt bei Douglas Park. Das Zielfahrzeug ist entwischt, Zentrale. Die Jagd ist vorbei. Mann, die sind aber auch hartnäckig. So, gleich das nächste Rennen starten hier. Müssen wir mal hier auf der Karte gucken. Ja, das könnten wir machen. Und das werden wir auch machen. So. Weil manche Rennen sind auf Stufe A und da kommen wir leider nicht rein. Da ist das Auto noch zu schwach. Ach so, na warte mal, Moment. So,
250 nehme ich mit. So, Obi. Obi ist nach Lakeshore gezogen, um seinen Traum zu verwirklichen, Arzt zu werden. Er liebt Goth-Kultur und Goth-Musik, die er mit einem gewissen jugendhaften Charme und einem sehr fröhlichen Gemüt vereint, was ihm in der Szene recht beliebt macht. Obendrein hat er Talent hinter dem Lenkrad und lebt den Rausch hoher Geschwindigkeiten anagolanisch. Habe ich ja noch nie gehört. So, Startgeld ist ein 1000er, Belohnung 3000. So, gleich mal hier wieder herausfordern. Und dann denke ich mal, fahren wir dann gleich mal zur Garage. Mit Geld einbunkern. Ja, 350Z, ey. Absolute Lieblingskarre, ey. Ich hoffe mal, das wird nicht zu einfach. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Wir haben ja immerhin 5 Versuche. Oh, das habe ich nicht gesehen. Wo lang? Wir machen Ernst, ja? Jetzt wird's interessant. Verfolge Verdächtige. Oh, und die Bullen. Ich hab Mitleid mit dir. Soll ich langsamer fahren? Also die Strecken sind nicht ohne. Ich fahr mal voraus. Lernt fahren, du dummes Schwein. Aber war ja auch prima beleuchtet. Naja, durch den Unfall. Werden wir das nicht mehr schaffen. Streife nimmt jetzt Verfolgung der Zielperson auf. Sorry, das tut mir leid. Du bist echt gut. Was für ein Arschloch. Also, was eine Scheiße. Es ist keine Schande, gegen mich zu verlieren. Da dreht sich die ganze Karre sich in der Luft, ey. Also, hier bräuchte er gar nicht mehr weiterfahren. Ist da schon eh vorbei. Also absolut lost. Absolut lost. Naja, weil wir doch hier hingeknallt sind. Mann, jetzt rutsch.
Also das Auto büxt so schnell aus, das ist Wahnsinn. Also die eine Kurve da im Tunnel, absoluter Wahnsinn. Glaube ich auch. Aber nicht heute. Die wollt mich echt noch überholen, die kleine Drecksau. Weil jetzt muss ich erstmal die Bullen loswerden. Entspannt euch, Allradwagen ist da. Ich sehe den Zielwagen, bin wieder dran. So, der soll mal herkommen, den klatschig an der Mauer. Weiß nicht, wie lange wir noch festhalten können. Das Ziel von ihm. Ja, okay. Kann man mal machen. Objekt unterwegs Richtung University Central. So ein dummer Fehler von mir. Das Objekt hat sich bei University Central in Luft aufgelöst. Ja, die lassen nicht locker. Hab keine Kraft mehr. Kehr um. So, und jetzt fahren wir erstmal zum Versteck. Ja, war doch okay. Ein paar gute Rennen waren dabei. Gut abkassiert. Es wird langsam. Es wird langsam. Jeder Anfang ist schwer, davor sind schon wieder die Bullen. Zentrale, ich habe aktuell Sichtkontakt zu 2440. Zielperson riskiert Menschenleben, brauche Verstärkung. Person mit überhöhter Geschwindigkeit. Das kann doch nicht wahr sein. Alle Einheiten, das Objekt wurde soeben bei Douglas Park gesichtet. Der Allradwagen kriegt ihr schon. Mann, die machen hier ein Theater, das ist doch nicht mehr normal. Wir
Hotel verlassen, dann wohl die Straße. Das Tier wird ordentlich durchgeschüttelt hier draußen. 2440 hat mich abgehängt. Subjekt ist irgendwo bei Douglas Park verschwunden. Na los, komm schon. 2440 ist mir entwischt. Ja, knappe 17.000. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Bürgermeisterin Stevenson. Oh, Belohnung. Jetzt zum Kaufpreis verfügbar. 300.000. Ja, okay. Autos richten auf unseren Straßen pures Chaos an. Nach den gestrigen Rasereien, die die Bürger von Lakeshore gefährden, werde ich mein Motto »Kein Sinn für Unsinn« in die Tat umsetzen. Verstehen Sie? Schwachsinn. Ja, war auf jeden Fall eine einwandfreie Runde. In der nächsten Runde werden wir auf jeden Fall den Wagen auf jeden Fall erstmal ein bisschen tunen, dass der auf höhere Leistung kommt, weil wir brauchen auf jeden Fall Stufe A, um weitere Rennen zu machen. Ja, dann bedanke ich mich schon mal für Zuschauen und sehen uns auf jeden Fall uns in der nächsten Runde wieder. Also, haut rein und bis dann.